Ding. Ja, der rennt hinter mir her noch. Immer noch. Guck dir die Wiesendinger an, ne? Die lassen einen auch nicht in Ruhe so einfach. Und guten Morgen. So schnell geht das. So. Und dann gucken. Warte. Nee. Das war hier oben im Borovo. Jetzt wollte ich hier unten schon hin, nach Kostovia. Nein, wir müssen nach Borovo. Kein Problem. Alles kein Problem für uns. Wir sind ja die Spezialisten. Oh, hier. Milena! Du bist ja eine feine Dame. Wie kann ich dir denn helfen? Verehrter Herr, kannst du mir bei einer Besorgung behilflich sein? Na sicher das. Ich habe versprochen, ein paar Hosen für die Leute hier zu nähen. Aber mir ist das Material ausgegangen. Ich werde dich natürlich entlohnen. Ja, sicher. Alte Lumpen, sagt sie. Was denn für alte Lumpen? 7 Flachs, 3-mal Wolle. Oh. Wo soll ich das denn herholen? Inge. Hallo. Weißt du, wo ich 7 Flachs und 3-mal Wolle herkriege? Nee. Anscheinend nicht. Goodbye. Ja. Doch, ich weiß wie. Warte mal. Ich weiß schon wo. Okay, aber wir können Inge auch fragen, ne? Unterhalten? Nee. Wo finde ich? Händler. Für. Gewinnung? Okay. Bauernhoftiere? Händler für Produktion? Näher. Branica, Denica, Hornica. Danke. Branica, da wollen wir hin. Genau. Da kriegen wir nämlich auch Wolle. Die haben nämlich auch da Wolle. Die haben auch Schafe da. Meine ich. Oder im Nachbardorf. Auf jeden Fall können wir da was kriegen. Versuche gerade darauf zu achten, ob hier am Wegesrand irgendwo noch ein alter Wagen ist oder so. Weil heute bin ich in der Stimmung, heute würde ich die mitnehmen. Zumindest im Moment. Ja. Wie das in einer halben Stunde ist, weiß ich nicht. Aber jetzt im Moment würde ich den alten Wagen mitnehmen am Wegesrand. Okay, ist ja auch egal. Jetzt sind wir schon da. Das geht doch recht fix, ne? Wenn man denn einmal will. Hm? So, wo sind denn eure Händler hier, liebe Leute? Sind die hier beide hier in der Bude? Alina. Wolle. Wolle schon mal einen Anfang. Hm? See you soon. 3 Wolle brauche ich nur. Und Flachs. Norbert. Whatever you need, I've got it. Sag nicht, dass du keinen Flachs hast. Der hat keinen Flachs. Lebwohl. Wie der Flachs her. Also auf jeden Fall in Borovo. In Gostovia. Da gibt's Flachs. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich weiß nicht, ob die hier im Nachbardorf auch Flachs haben, hier in Branica. Oder Branica. Ich glaube, brauchen wir nicht. Wir rennen kurz nach Kostovia.
Ist ja auch nur gegenüber. Ist ja schnell erreicht eigentlich, ne? Na komm. Einfach wieder zurückreiten und dann passt er schon. Jetzt sind wir gleich da. Und Flachs müsste ich denn hier in der Scheune kriegen, ne? Edwin! Ja, was hast du gesagt? Ist auch egal. Ich will nur Flachs. Da ist Flachs, 6 Stück. 7 Flachs. Oh. Hätte ich nicht aufpassen können gerade. So, wir haben's. Wir haben alles, was wir brauchen. Oh. Alter, der ist weit geflogen, der Typ. Der ist weit geflogen. Alter, Falter, hoffentlich geht's ihm gut. Ich bin zu blöd. Komm, halt doch an. Warum rennt er immer weiter? Also die Pferdesteuerung ist ja besser geworden. Aber wenn man da mal hängen bleibt, dann fragt man sich auch, was ist hier los? Warum? Aber ich will nicht meckern. Also, das war schon mal viel, viel schlimmer. Einmal hoch hier, zack. Einmal absteigen. Und zu Milena. Bitteschön, hier sind deine Sachen. Ja. Nächstes Problem erledigt. Und jetzt ist alles fertig. Bis auf Hornika. Also ab nach Hornika. So, da rennen wir unten am Strand entlang. Vielleicht finden wir in der Ecke noch was, ob da. Vielleicht hat da jemand was liegen gelassen. Dann müsste das ja hier irgendwo liegen, ne? Hier liegt das dann normalerweise, aber da haben wir mal wieder Pech. Wie immer. Ich gehe wieder leer aus. Ich habe einfach Pech. Aber gut, man kann ja auch nicht alles haben. So, die Sache ist die, wir müssen auch noch ein paar Wölfe erledigen. 6 Wölfe. Ich bin auch am Überlegen, ob wir... Wollen wir jetzt kurz eine Jagd machen? Warte mal, wie spät ist denn das überhaupt? 11 Uhr, es ist noch vormittags. Also ein bisschen Zeit haben wir ja. Warte mal, lass mal kurz gucken. Vielleicht finden wir hier was. Vielleicht. Da hinten läuft einer. Nee, das ist ein Reh. Nee, das sind Wölfe. Tatsache. Zack. Oh, warte, der lebt. Da ist noch einer. Warte. Einmal. Das sind schon mal 3. Das ging schnell. Normalerweise ist man da länger am Suchen. Es ist selten, dass die einem so alle so entgegenkommen und einfach mal nett sind, ne? Nur weil man die Quest hat, dass die einem dann mal so ganz entspannt über den Weg laufen. Ohne einen anzuknurren oder ähnliches. Bam, bam. Warte, war hier nicht gerade noch? Da ist ein Pfeil. Den lassen wir hier nicht liegen. Aber ich glaube, mehr als 3 Wölfe sind hier auch nicht, ne? Warte mal, hier Filter Tiere. Hier ist noch gar nichts mit Wolfsdings.
Das ist ein Wildschwein. Na ja. Nehmen wir auch gerne mit. Aber ich hätte jetzt gedacht, dass auf meiner Karte das Wolfsgebiet angezeigt wird, aber wurde jetzt nicht angezeigt. Ja, Wildschweine sehe ich ja hier, aber wo ist mein Pferd? In der Richtung. Also wenn das stimmt, was ich gelernt habe, dann müsste der Wolf... Ist das hier Wolf? Warte mal, wo ist hier Wolf? Da. Ne, ist kein Wolf. Der wird mir hier gar nicht angezeigt. Ach, wen kümmert's? Komm, wir rennen zum Pferd und dann geht's weiter. Wir haben drei haben wir erledigt erstmal. Drei müssen wir noch. Ich würde sagen, das kriegen wir alles auf die Reihe. Wir reiten einfach mal weiter. Auf dem Weg nach nach Dingenskirchen. Da werden wir sicherlich noch den einen oder anderen Wolf finden. Und diese Wiesendinger natürlich. Schneller dran vorbeireiten, dass die einem nicht irgendwie böse entgegenkommen. Ja, ich glaube, ich bin noch richtig. Die Musik ist gerade so ein bisschen hektisch, oder? Ich fühle mich gerade hektisch verfolgt hier. Hier lang? Ja, wir rennen hier lang. Hier ist ein schöner, ruhiger Weg. So, hier muss ich jetzt rechts. Hier lang? Ach nee, nicht wieder so ein Ding. Ja, vor den Viechern so ein Schiss. Vor diesen Wiesens. Aber auch nur, weil ich weiß, dass sie einen nicht in Ruhe lassen. Die machen einfach weiter. Wisst ihr, was ich meine? Du kannst schon am Boden liegen. Die hauen immer weiter auf dich rauf. So. Da sind wir. Nächstes Dorf erreicht. So. Dann wollen wir einmal hier für unsere näheren Partei ergreifen, ja? So, warte mal. Helga, Carolina. Hallo Carolina. Eine Näherin aus dem Nachbardorf, also aus meinem Dorf, hat mich gebeten herzukommen und das möchte sie. Ist das ein Trick? Ich bin mir nicht sicher, was zwischen euch beiden ist, aber ich denke, es wird höchste Zeit, das Kriegsgeld zu begraben. Nö. Nicht ganz. Sie wollte, dass ich dir etwas zeige, das sie hergestellt hat. Kämpf, das ist gut geworden. Aber nichts im Vergleich zu meiner Arbeit. Geh und zeig es ihr. Sag ihr, dass es viel schöner ist als ihre. Wenn du willst, kannst du es danach behalten. Okay. Okay. Werde ich so machen. Werde ich tun. Ich bin ein paar Dursten, Leute. Ein Glück ist hier eine Taverne. Komm mal her, hier. Helga. Hast du was zu trinken da? Birnensaft zum Beispiel. Komm, wir trinken hier erstmal Birnensaft. Oder zwei. Goodbye. Goodbye. So, dann hauen wir uns die Dinger rein. Bitte. Ich habe hier noch ein paar leere. Erstmal habe ich hier Fleisch zu verscherbeln. Das kannst du haben. Oh. Warum habe ich hier noch einen Google? Hatte ich den nicht abgegeben? Anscheinend nicht. Neuen Pelz. Hier Leder.
Ein Strohhut. Zwei Weinflaschen. Voll. Goodbye. Danke, ja, ciao. Habe ich die eine Quest nicht erledigt? Doch, ich habe die erledigt. Nee. Ach so, den Google habe ich von der gekriegt. Diesen Pelz-Google-Dings. Hätte ich die Quest zuerst gemacht und dann die andere, dann hätte ich der einfach den Google bringen können. Ich hatte doch in meinem Dorf die eine Quest mit dem Google. Ist ja unglaublich. Warum habe ich immer so ein Pech hier? Okay. Also, unser nächster Weg führt uns nach... Das ist bei mir im Dorf. Okay. Dann machen wir Folgendes. Wir gehen einmal nach... Wo sind hier Wölfe? Sind das Wölfe? Wolf. Also so wie die hier aussehen, sieht das aus wie Hasen hier. Ich bin der Meinung, das hier müssten Wölfe sein. Na komm. Wir gehen mal hier lang. Bam bam, bam bam. Oder gucken wir mal gleich nach ein paar Wölfen. Oh, warte, da ist ein Wagen. Ich hab doch gesagt, wenn ich einen Wagen sehe, dann nehmen wir den Kram hier mit. Ein Brett. Und noch ein Brett. Und eine Eisen... Eisenachs? Was? Oh. Feige. Naja. Okay. Da hinten? Wehe, ne? Ja. Wo bin ich jetzt? Ich glaube, hier lang müsste es sein. Ganz ruhig, Leute. Wir sind hier einmal kurz auf der Jagd. Ich muss nur kurz ein paar Wölfe hier platt machen. Dann können wir hier in Ruhe weitermachen. Aber ich sehe keinen einzigen. Nichts Wolfiges. Warte mal, ich zoome mal ran. Weil in Third Person jagen ist unmöglich. Hier ist Fuchsgebiet, ne? Ja, das sind Füchse. Füchse. Füchse, nicht Fuchse. Ja, hier sind Rehe. Hier muss doch irgendwo... Wir müssen doch Wölfe sein. Hört doch auf. Glaubt euch doch keiner. Das ist kein Wolf. Ein Reh. Hier unten. Das ist Wolf. Hinter uns. Da ist was. Da läuft einer. Oh.
Okay. War der nächste. Zwei noch. Aber wo sind die anderen beiden? Gute Frage. Eine gute Frage, würde ich sagen. Aber hat sich wohl erledigt. Wirkt nicht so, als wenn hier noch mehr wären. Zumindest haben die gerade keinen Bock. Die wollen mit mir gerade nichts zu tun haben. Weißt du, sonst springen sie dich immer an aus jeder Ecke, ne? Typisch hier, typisch. Bam, 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 bam. Was ist da rot? Achso, so wie sind. Ach nee, nicht schon wieder im Weg hier. Aha, mein armes Pferd. Lass mich in Ruhe, du blödes Wiesent-Ding. Und zack. Ja, der rennt hinter mir her noch. Immer noch. Guckt euch die Wiesent-Dinger an, ne? Die lassen einen auch nicht in Ruhe so einfach. Drückt das an. Nein, ich bleib hier nicht stehen. Er rennt immer noch hinter mir her. Ich habe Angst. Gott. Leute, oh nein. Lala, gib Gummi. Hier lang. Der ist immer noch hinter mir her. Jetzt nicht mehr. Oh, jetzt kommen hier die Wildschweine. Ihr seid doch alle nicht ganz dicht. Lasst mich doch alle mal in Ruhe. Ich will doch nur in Ruhe. Das ist Wiesent. Also ich weiß schon, warum ich keine Wiesents mag. Wir rennen mal wieder ein bisschen schneller. Renne ich hier eigentlich schon wieder lang? Das Vieh verfolgt mich über die halbe Map. Ja, wieder, ich höre es knurren. Da muss man ein bisschen schneller sein. Gott. Oh. Hilfe, Hilfe! Ein wildes Tier ist in der Bier. Hilfe! Hilfe! Oh, es ist weg. Wow. Alter, Leute. Was war das? Ich bin wieder Annika. Moment, das war gerade ein kleiner Schock. Ich muss mich ein bisschen erholen. So, wir rennen jetzt zu meinem Dorf. Ich habe keine Lust mehr. Wird mir hier alles zu viel. Vor allen Dingen, es ist schon wieder Abend.
Jahreszeit ist vorbei. Ich muss die Quests erledigen hier. Das geht so nicht. Und das mit den Wölfen muss ich heute auch noch erledigen. Warum habe ich das hier immer so schwer? Kann mir das mal einer verraten? Keiner muss hier irgendwas ausstehen und sonst was. Und ich bin hier wieder gehetzt. Muss hier wieder durch die Gegend rennen. Vor allem, wenn ich die Schuhe jetzt wieder zurückbringe zu meiner Näherin, zu meiner Schneiderin, dann wird die mir wieder was in die Hand drücken und sagen, ich soll das zu der bringen. Das glaubst du nicht. Wie soll ich das dann heute? Das geht ja heute gar nicht mehr. Wir müssen vielleicht dran denken, dass wir die nächsten Wölfe, die jetzt kommen, dass wir die auch platt machen. Weil ich muss zwei Wölfe, muss ich platt machen. Oh, das, guckt euch das an. Jetzt kommt so ein Blaustich. Das heißt, die Sonne geht unter hier. Okay, Moment. Kurz an den Bären vorbei hier. Hier sind wieder zwei Bären. Ich weiß das jetzt schon. Ganz ruhig. Oh, was heißt ruhig? Oh, Gänsehaut wieder. Oh, und der nächste Bär. Komm, weg hier. Einfach weg. Renn einfach, Pferdchen, renn. Lass dich nicht beeindrucken von den Viechern. Alter, hoffentlich rennt die mir jetzt nicht die ganze Zeit hinterher. Da hätte ich gar keinen Nerv drauf. Boah, dass ein Pferd nicht mal über Kaninchen rennen kann, ne? Och, und hier ist ein Wolf, oder was? Aber weißt du was, mit dem Wolf? Ja, weil den Wolf schnappen wir uns. Da hinten ist er. Mal kurz erholen. Zack. Beim Sterben knurrt er noch kurz. Aber goodbye, lieber Wolf. Jetzt noch ein. Und hier hängt meistens auch ein zweiter rum. Da oben. Haben wir die Wölfe erledigt. Wieder ein Problem weniger. Jetzt müssen wir nur noch Quests erledigen. Nur noch abschließen. Wo ist mein Pferd? Hier in der Richtung. So. Ab nach Hause. Was soll uns jetzt noch aufhalten? Gar nichts mehr. So, ich renne auch straight geradeaus. Geradeaus Richtung Ausrufezeichen. Ah, hier ist auch schon mein Wurf. So muss das sein. Da fühlt man sich gleich wieder heimisch, so ein bisschen. Boah, das sieht aber schon spät abends aus hier, ne? Kann das sein? Der Typ hängt im Badehaus, wa? Was macht der da denn? Der Frechdachs. Nee, ist nicht im Badehaus. Ingrida, ich bin zurück. Was hat sie gesagt? Hat sie endlich zugegeben, dass ich besser bin? Nicht ganz. Sie wollte, dass ich dir etwas zeige, das sie hergestellt hat. Ich will ihre schreckliche Arbeit nicht sehen. Sag mir, welche Arbeit besser ist. Was du gemacht hast, ist eindeutig besser. Kein Vergleich. Ja, ich wusste es. Gib mir das Ding, das du von ihr bekommen hast. Ich werfe es gleich selbst ins Gesicht. Dann kann sie sehen, wie dumm sie dabei aus der Wäsche schaut. In Ordnung. Bitteschön. Viel Spaß dabei. So. Und jetzt noch, warte, schnell einen Schluck trinken. Ich bin hier schon wieder am Verdursten, Leute.
Sag mal, habe ich nicht gesagt, ich will hier einen ruhigen Tag haben? Heute? Und nein, ich bin hier schon wieder wild am Rumhechzen. Dann hin und her ächzen und krächzen. Aber wir haben noch Zeit. Wir schaffen es noch. Um 1 Kilometer zu reiten. Also 1 Kilometer würde ich ja zu Fuß noch. Oh, warte, hier darf ich nicht rein. Ein weiter. Ach komm, nein, nein, nein. Geh doch zurück. Mach irgendwas anderes. So. Warte, hier kann ich wieder rauszoomen. So. Kann ich eine Fackel anmachen? Sieht cool aus, oder? Warte. Ja, warte, ich muss reiten. So. So. Kann man ja auch mal machen, ne? So. 800 Meter weiter. Ich mach die Fackel aus. Brauche ich nicht. Wenn Schnee ist im Winter, da kann man auch so schön gucken in der Nacht, finde ich. Da braucht man gar nicht so viel Stress. Ja, jetzt haben wir auch wieder so einen Punkt, wo ich wieder die leeren Wagen am Wegesrand nicht aufräume oder nicht durchschaue. Einfach weil wieder zeitlich so ein Stress ist, ne? Glaubst du immer nicht hier. Ja, komm, reite. Lass mich nicht im Stich, Razimir. Vielleicht hätte ich auch noch eine Kleinigkeit essen sollen. Aber nö, passt schon. Okay. Ob ich das noch zurückschaffe in mein Dorf? Da bin ich gleich gespannt. Ja, mal absteigen. Hol mir, wach auf, die Wölfe sind tot. Dankeschön, vielen Dank. 11 Eisenpfeile, eine Fackel, 73 Münzen. Was will man mehr? Wir haben es geschafft. Leute, was will man mehr? Was will man mehr? Warte mal. Warte. 22 Uhr. Schaffen wir noch nach Hause. Und nach Hause ist immer gut. Wo reite ich hier wieder lang? Moment, ich bin hier gerade am Improvisieren. Moment mal. Bau keinen Unfall, Razimir. Hier sind die Wiesens. An denen sind wir schon mal vorbei. Hier kommt gleich noch Wölfe. An denen reiten wir auch einfach vorbei. Und dann... Wer hat sich das Thema erledigt? Aber war auch wieder hart gekämpft heute, oder? Finde ich. Da haben wir hart für gekämpft, für diesen Sieg. Aber auch kein Wolfsgeknurr oder sonst was am Wegesrand. Hat man auch selten. Das hat man nur, wenn man keine Quests hat. Ich habe gerade gedacht, okay, da liegt noch ein Wagen. Reite ich auch dran vorbei. Gerade heute, ne? Wenn man wieder sagt, so, komm, heute nimmst du die Wegen mit, alle, weil heute hast du Zeit. Kannst du in aller Ruhe mal den Dings machen. Und dann sowas. Ja, die Heimat ist nah.
Was will man mehr? Du Pferdchen. Du bleibst hier stehen jetzt. Ne? Hast heute einen guten Tag gehabt. Warst brav. Gutes Mädel. Und du hast jetzt Feierabend, ne? So wie ich. Ich habe nämlich auch jetzt Feierabend. Und werde mich schön ins Bett legen. Bis morgen.